Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, da sind wir wieder. Da sind Wachen und wir sollen Machiavelli suchen, der ja doch ein bisschen nicht so ganz damit zufrieden war, wie wir unseren Job erledigt haben. Und da schauen wir jetzt einfach mal. Mal auf die Karte schauen. Da, Erinnerungsanfang, da sind wir ja gleich da. Perfekt. Ja, ja, ja. Alle ganz wichtig. Ah, hier ist er. Ezio, welche Überraschung, euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Der Neue in der Stadt, Machiavelli durch Rom begleiten und verschiedenen Gefahren auf dem Weg begegnen. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tue ich das je? Je. Das könnte spannend werden. Keine Aufmerksamkeit erregen ist nicht gerade meine Spezialität. Aber nun gut. Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Ja, dann sollten wir uns wohl eine Ausrüstung kaufen. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Okay. Etwas für Mädchen, nicht für tapfere Männer, die die ab. Dann gehen wir doch mal zum Schmied. Wir könnten Schulterteile kaufen. Das machen wir doch glatt. Ah, da können wir später wahrscheinlich noch ganz viel verbessern. Ein Stilett können wir uns kaufen. Machen wir auch. Wir sollen uns ja ausrüsten. Investition. Investieren können wir nicht, da wir nicht genug Geld haben. Beehrt mich wieder, wenn ihr wieder hier seid. Nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht. Aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregione. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst. Im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub. Und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare. Führer des päpstlichen Heers. Was er mit seiner Macht im Schilde führt? Was den Mann antreibt? Das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier. Und bei seinem Tempo wird er es kriegen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. Okay. Haben wir keine Wahl mehr.
Oh nein, und wir laufen direkt in das gesperrte Gebiet rein, was uns gerade erklärt wurde. Oder? Sehe ich das richtig? Ja, genau dieses. Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz. Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. Den Borgia-Hauptmann töten, aber mit dem größten Vergnügen. Und um 100% Synchronität zu bekommen, sollen wir ihn angeblich in ein Gerüst reinschieben. Ja. Schauen wir mal. Wo ist er denn? Der gute Hauptmann. So, weg bin ich. Da ist der Hauptmann. Ja, den werde ich auf jeden Fall töten. Nee, ich bleib bei meiner Klinge. Kommt der auch da raus? Anscheinend nicht. Ist egal. Kommt schon, ihr faulen Hunde. Wir müssen euch ziehen, die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs. Kommt schon, ihr faulen Hunde, wir müssen einen Assassinen grillen! Ja, yeah, einen Assassinen grillen! Forza Borgia! Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs! Forza Borgia! Oh, zack! Erledigt den Schleimbeutel! Ich nehme dich mit in die Hölle! Autsch! Kommt schon, ihr faulen Hunde, wir müssen einen Assassinen grillen! Oh, shit! Ich brauch ganz schnell Medizin. Den haben wir erwischt. Sehr schön. Aber wir befinden uns immer noch im Sperrgebiet. Wir sollten hier vielleicht rauslaufen und zu Machiavelli zurückkehren. Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Den Borgia-Turm in Brand stecken. Sehr gute Idee. Bin ich doch glatt dabei. Feuer ist immer gut. Wie komme ich da hoch? Ja, yeah, ich komme dir bekannt vor. Lass gut sein. Ich hätte auch die Leiter nehmen können. Gut, dann stecken wir den Turm in Brand. Das ist doch mal ein Zeichen. Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch. Super. Ja klar. Mach mal. Unser Stall. Sehr schön. Und volle Synchronisation, weil wir den Borgia-Hauptmann ins Gerüst geworfen haben. Und jetzt verdienen wir auch noch Geld. Wie gewonnen, so Ceron. Machiavelli zum Campidoglio begleiten. Okay, machen wir. Jugendlicher haben schon Todesopfer unter unseren gläubigen Besuchern gefordert.
In einigen Regionen sollten bestimmte Fahrten der Karte nicht unten. Könnte er auch mal freundlicherweise ein bisschen langsamer machen und auf uns warten. Schließlich will ich nicht auffallen. Oh, das hat irgendwie Laune gemacht, den Turm anzuzünden. An ihrem 14. Geburtstag vorstellig werden. Alle. Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu kommen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ich werde beim Kapitol warten. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Alter. Gib mir mein Geld zurück! Ja, ich glaub's ja nicht. Der kommt einfach daher und klaut mir meine Kohle. Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Und wieder volle Synchronität. Sehr schön. Hier ist doch irgendwo was. Ah, ich hab's doch gehört. Sehr schön. Oh, der ist mal geplündert. Und dann auf zum Kapitol. Ja, yeah, sehr beeindruckend. Finde ich auch. Oh, und da haben wir einen Aussichtspunkt. Den hole ich mir natürlich. Ja, ganz oben natürlich. Dann werden wir da wohl mal kurz hochklettern müssen. Hey, Desmond. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Ja, ist jetzt auch egal mit dem Adlerauge. Hier hätten wir nochmal eine Feder. Und was auch immer die uns bringen. Hier komme ich nicht hoch. Hier vielleicht. Nein. Mich da nicht. Ah! Hier komme ich hoch. Ich dachte schon. Und jetzt nach oben. Aussichtspunkt synchronisieren. Nein, nein, schon von vorne. Und runter mit uns. Sehr schön. Jetzt bin ich leider nur wieder auf der komplett falschen Seite. Und da komme ich wahrscheinlich gar nicht durch, oder? Doch. Sehr schön. Dann laufen wir noch einmal. Ja. Laufen oben rum. Denkt, es geht am schnellsten. So. Da wären wir jetzt oben. Genau, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren, nur dass wir jetzt den Aussichtspunkt synchronisiert haben. Schauen wir mal, wo Machiavelli mittlerweile auf uns wartet.
Da vorne. Hey, oh, Entschuldigung. Machiavelli, mein Freund. Habt ihr unserem Freund das Geld wieder abgenommen? Hab ich. Ein kleiner Erfolg. Doch bei Zeiten und mit viel Arbeit haben wir ein paar Dutzend mehr. Und bei Zeiten wird Cesares Blick wieder auf uns fallen und uns zerschmettern. Nun, wo ist mein Kontakt, Vinicio? Er hätte den Brief längst abfangen müssen. Folgt mir. Okay, wir sollen zum Kolosseum. Oh, das klingt doch mal gar nicht ganz schlecht. Das finde ich gut, dass wir jetzt gleich die ganzen Sehenswürdigkeiten direkt am Anfang zu sehen bekommen. Da ist wieder eine Flagge. Die müssen wir wahrscheinlich im späteren Spielverlauf auch mal sammeln. Oder auch nicht, keine Ahnung. Entschuldigung. Voll über den Haufen geritten. Machiavelli, alles okay? Da haben wir es ja schon, das Kolosseum. Sehr schön. Schaut diese Fassade an, die sich Regierung nennt. Der Papst war sehr klug, sie aufrecht zu erhalten. Euer Freund, das Volk, lässt sich davon leicht narren. Wann seid ihr so zynisch geworden? Ich beschreibe nur die Wirklichkeit in Rom. Vielleicht ist nicht alles verloren. Die gute Nachricht ist, dass wir Verbündete in der Stadt haben. Wie lange noch allerdings, kann ich nicht sagen. Ja, sieht aber schon sehr geil aus. Er wollte die offizielle Post des Vatikans stehlen. Perdonatemi, Signore. Ihr müsst euch irren. Für wen arbeitest du, Ladro? Ich arbeite für niemanden. Dann kümmert auch keinen, was wir dir antun. Und zack. Und den auch. Na komm. Na komm, trau dich. Er blockt ja alle meine Angriffe. Lass los! Au! Schlägt er mich auch schon? Grazie. Wo ist er? Der Kurier hat den Brief noch. Ezio, stoppt ihn! Trefft mich bei den Thermen. Yeah! Keine Sorge. Es kriegt mal hin. Ha! Sollen wir ihn noch eliminieren? Nein, lieber nicht. Verschlüsselter Borgia-Brief erhalten. Sie haben Mails erhalten. Verlassen Sie den Animus, um Ihren Posteingang zu prüfen. Ja, könnten wir machen. Finde ich aber gerade nicht so super. Ich muss jetzt erstmal zu den Türmen. Wow, das ist ja alles ziemlich zerstört hier. Hey, da ist ein Pferd. Sehr schön. Vielleicht kann ich die ganze Sache somit ein bisschen beschleunigen. Ja, ich glaube, wir kommen der Geschichte näher. Ja, tun wir. Na komm, absitzen. Dann schauen wir doch mal. Den Brief haben wir ja.
Zack. Oh je. Es sind viele. Shit. Und ich dachte, mit keiner Gesundheit verlieren wäre einfach. Naja, dann halt nicht. Was sind das für komische Gestalten? Naja. Wir eliminieren ja gerade schön einen nach dem anderen. Nicht mehr so viele übrig. Wo kamen diese Mörder nur her? Gut, dann wurde es erstmal geplündert. Ja, wir könnten es jetzt erneut spielen, um volle Synchronisation zu erhalten. Aber das brauche ich gar nicht. Wir müssen von hier gekommen sein. Ich denke, das ist so schon okay. Wir müssen ja nicht immer 100% haben. Ich hätte gern wieder meine zweite Klinge. Okay, wo sind wir hier? Die Hallen von Nero, den Schrein von Romulus finden. Da oben ist ein Hebel. Da drüben ist nochmal ein Hebel. Okay, probieren wir's. Können wir uns festhalten? Da kommen wir hoch. Gut, erster Hebel aktiviert. Jetzt fließt Wasser. Also haben wir wahrscheinlich 4 Hebel zu aktivieren. Schauen wir doch mal weiter. Können wir an der Säule hier hoch? Nein. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder von vorne anfangen. Genau. Hoppala, das war wohl nicht ganz richtig. Dann probieren wir es erneut. Also, die Richtung stimmt schon mal. Da ist auf jeden Fall... Ah! Okay. Da ist auf jeden Fall auch ein Hebel. Sehr gut. Das zweite Wasser läuft. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir hier zu tun haben. Irgendwie. Schauen wir mal, ob wir da rüberkommen. Perfekt. Das dritte Wasser läuft. Aber jetzt ist der Pool dann gleich voll. Können wir baden gehen. Okay, dann muss ich da nochmal hoch. Ah, da hätte ich gleich von Anfang an rüber können. Na, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir das noch in 8 Minuten schaffen. Wir probieren es einfach.
das macht Sinn. Ah, das sind sie ja wieder, unsere Freunde. Okay, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Gut, dann geht's halt hier weiter. Ein Labyrinth. Eine Flagge? Borgia-Banner. Verstehe. Okay, das wird auf jeden Fall eine größere Kletterpartie. Und jetzt an den Balken. Und da kommen wir. Ah, perfekt. Da kommen wir rein. Jetzt bin ich hier gespannt, wo wir hinkommen. Ah, und da ist wieder so ein Schwingding. Bin ich gespannt, ob wir diese komischen Fuchsmenschen da oder Wolfsmenschen da treffen. Okay, sehr schräg. Ja, scheint mir so, als müssten wir da jetzt irgendwie durch. Das ist bestimmt gut, hier oben im Rauch zu stehen. Na komm, Ezio, beeil dich. Wir wollen keine Rauchgasvergiftung erleiden. Aber interessanter Parcours. Definitiv. Ich denke, da müssen wir auch wieder hoch. Der Weg ist ja hier aktuell gerade sehr eindeutig. Oder auch nicht. Nein. Verdammt. Ah, da ist eh Wasser. Dann können wir da ja vielleicht... Ah, nee, können wir nicht. Okay. Dann müssen wir da ein bisschen kniffeln. Ich da irgendwie von oben rüber. Ah, da rüber springen haut nicht hin. Das ist sehr schade. Also gut, dann doch noch mal hier hoch. Und hier hoch. Ah, verstehe. Und ich meine, wir sind ja immer noch verletzt. Das ist auf jeden Fall eine Leistung. So, jetzt auf die andere Seite. Und jetzt kommen wir rüber. Sehr schön.
nochmal so ein Banner. Keine Ahnung, wie wir da hochkommen, aber ich gehe jetzt einfach mal zu unserem Zielpunkt. Wumms. Okay, sehr schräg. Da komme ich nicht durch, oder? Nein. Aber da oben komme ich durch. Komme ich da jetzt zurück, oder ist das... Nee, da komme ich zurück. Genau, da komme ich ja her. Wahrscheinlich muss ich da oben irgendwie durch. Also in 8 Minuten haben wir es nicht geschafft. Voilà. Bam. Nun komme ich wieder hier hoch. Sehr schön. Da drüben hätten wir noch einen Schatz, den... Ja, egal. Wir müssen ja nicht alles mitnehmen. Und wir wären hier. Und ich würde sagen, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.